Morgen. Einen schönen sonnigen Mittwoch. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid in einer weiteren Pilatesstunde. Ihr braucht für die heutige Stunde nur eure Matte, keine Hilfsmittel. Wir beginnen heute im Stehen, werden dann im Liegen wieder mal unser Powerhouse aufbauen und uns dann in die Übungen hineinbegeben. Stell dich hin in einen aufgerechten Stand. Ein bisschen hüftgelenksbreit oder etwas breiter deine Füße platzieren. Und wir beginnen, unseren Körper durchzuschütteln, unsere Wirbelsäule aufzuwecken, unsere Zwischenwirbel, die Bandscheiben zu nähren, indem wir sie auseinanderziehen und wieder zusammendrücken, sodass sie sich mit frischem, zwischenzellulärem Wasser wieder füllen und nähren können. Beginnt dabei leicht in den Knien nachzugeben und wieder zu strecken und schüttle dich so mal ein bisschen richtig durch. Du kannst ganz sanft beginnen und mit der Zeit stärker werden. Deine Arme lässt du wie so weit gekochte Spaghetti einfach hängen. Die Bewegung, der Impuls kommt aus deinen Knien. Dann kannst du es größer machen oder kleiner, so richtig durchschütteln, ganz wie du möchtest. Mach das ein bisschen, das braucht meine Wirbelsäule zum Wachwerden heute Morgen. Und wenn du schon so richtig fit bist, weil du schon so vieles gemacht hast, kannst du auch leicht die Fersen heben oder kleine Sprünge machen. Und wenn du nicht so wach bist, dich am liebsten im Bett noch was umgedreht hättest, dann bleibst du mit den Füßen standfest auf der Erde und schüttelst dich sanft durch. Den Atem lässt du fließen. Kreis vor dir. Und dann dehnt dich, regst du dich
in allen Richtungen so richtig aus. Wenn du die Bewegung verinnerlicht hast, kannst du auch das Tempo ein bisschen wechseln, vielleicht etwas schneller werden. Oder du bleibst beim ganz langsam kontrolliert und dich weit in den Raum hineinziehen. Den ganzen Oberkörper stretch den, weg den ab. Dann die letzte Runde, Arm bleibt über Kopf. Setz deinen rechten Fuß geerdet hinter deinen linken und dann lehn dich einfach mal nach links hinüber. Dehn dich in der Seite, in der Flanke rechts atembewusst da hinein. Dann löse etwas auf, tauch nach unten. Lass dich einfach mal so ein bisschen aushängen. Lass die Knie so ein bisschen leicht beugen. Kopf so ein bisschen schütteln, Arme schütteln. Dann löse den rechten Fuß, setze ihn wieder nach außen, komm in die Mitte, Beine beugen und dann rollst du dich langsam auf. Und dann spürst du auch ein bisschen kurz der rechten Seite gegenüber der linken nach. Und wir werden die Seite wechseln. Linker Arm nach vorne, leicht in die Knie. Der Arm zieht weit nach außen, kommt hinter Kopf nach vorne und macht einen Kreis vor dem Bauch. Mach auch dies, recke dich in den Raum hinein. Ja, und auch hier, wenn du den Bewegung so ein bisschen verinnerlicht hast, darfst du dir das Tempo wechseln, mal schnell, mal langsam. Spiel ein bisschen mit der Bewegung. Mach dich warm. Weck deine Muskulatur im Oberkörper auf. Meines Kreuzbeins und dann bleibst du auf diesem hohen Punkt liegen.
Dein Becken sollte jetzt neutral sein. Wenn du nicht sicher bist, machst du das Dreieck, legst die Zeigefinger auf dein Schambein, die Daumen auf die Kante des Beckens und dann sollte das Dreieck parallel zu deiner Decke sein. Dann ist dies die natürliche Wölbung deiner S-Kurve, deiner Wirbelsäule. Lass das Becken jetzt gut gern so liegen. Und dann ziehst du das Kinn etwas zur Brustbein hin, sodass du einen langen Nacken hast. Und wir gehen in den Aufbau des Kauhauses hinein. Du atmest ein und jetzt kannst du ausatmen, richtig den Bauchnabel nach hinten Richtung Wirbelsäule fallen lassen. Und du spürst, wie dein Korsettmuskel dich umarmt, die dich stark in die Stabilität in der Mitte gibt. Einatmen, löse wieder auf. Und ausatmen, zieh mir ganz bewusst den Bauchnabel zurück und dann so ein bisschen wie nach oben, sodass sich der Transfer durch dein unterster Bauchmuskel wie ein Korsett um dich legen kann, dir die Stabilität. Noch ein letztes Mal. Aus dem Bauchnabel der Richtung Wirbelsäule sinken, aktivieren. Und dann gehen wir zu den Rippen. Du kannst mit den Händen deine Rippen so fassen. Dann atmest du in die Hände hinein. Beim Ausatmen schiebt die Rippen wie nach innen und so ein bisschen leicht nach unten. Schließt die Rippen. Einatmen, spürst du, wie die Rippen in die Hände hineinfallen. Und ausatmen, schieb sie wieder nach unten, schließ sie. Ein letztes Mal. Dann kannst du die Hände wieder lösen. Die gehen zum Beckenboden, atme ein, spann den Beckenboden an und jetzt ziehst du den Beckenboden hoch. Das sollte jetzt viel einfacher im Liegen gehen als im Stehen, weil du hast keinen Druck von deinem Bauchraum. Atme noch was ein. Entspannen wieder. Ausatmen, spannen wieder an und ziehen hoch. So wie ein Zirkuszelt, das du von der Mitte her nach oben ziehst. Letztes Mal. Und dann beginnen wir alles zu kombinieren. Halte dich wieder an den Rippen fest. Atme ein, öffne die Rippen. Lass dir die Hände sinken. Ausatmen, lass den Bauchnabel zurückfallen, schließ die Rippen, drück sie nach unten und gleichzeitig ziehst du den Beckenboden hoch. Es entsteht wie so ein Zug in deinem Bauch, ein Vakuum, das dich von alleine nach oben zieht. Einatmen, lass etwas Spannung. Und ausatmen, durch den Mund erhöhe die Spannung. Letztes Mal, ein. Und aus. Und jetzt lässt du während all den Übungen immer so ein bisschen Grundspannung auf dein Powerhouse, auf dein Core, auf deine starke Mitte. Wir beginnen ganz sanft mit den Beinen. Atme noch was ein. Und jetzt ausatmen, aktivierst wieder das Powerhouse und hebe gleichzeitig wie von alleine dein Bein hoch. Einatmen, senke es wieder ab, ohne dass sich dein Becken bewegt. Der andere Fuß. Ausatmen, zieh ihn leicht hoch. Und einatmen, senke ihn wieder ab. Dein Becken bleibt ganz stabil stehen. Die Bewegung nur in deinem Hüftgelenk. Einatmen, setz ab. Ausatmen, zieh hoch. Und ab. Machen jede Seite noch zweimal. Das bleibt. Jetzt die Fersen nochmals in eine angenehme Distanz zu deinem Po. Curls. Einatmen. Ausatmen, zieh den Oberkörper hoch bis zu den Schulterblattspitzen. Einatmen, legen wieder. Ausatmen, spann den Bauch nach hinten, zieh dich hoch. Ein, leg dich zurück. Ausatmen, hoch, ein, zu. Noch zweimal.
Dann bleib wieder unten liegen. Ausatmen, rechtes Bein Tabletop. Bleib, atme ein, ausatmen, nimm das andere dazu. Becken bleibt wieder neutral liegen. Bauch ist angespannt. In deiner nächsten Ausatmung tappst du nach vorne, ohne dass sich das Becken bewegt. Eins zurück. Und das andere Bein. Bauchnabel fällt nach innen, Rippen fließen Richtung Beckenkopf. Ausatmen durch den Mund, wie du einen Spiegel anhauen würdest, dann hast du doch Wirkung. Der 90-Grad-Winkel bleibt Ober-Unterschenkel. Wenn du spürst, ich kippe weg in ein hohes Kreuz, dann geh weniger weit mit dem Fuß zurück. Wichtig ist, dass das Becken stehen bleibt, dass du dich in deiner Mitte halten kannst, in deinen stabilisierenden Bauchmuskeln. Gut. Machen jede Seite noch ein letztes Mal. Gut. Dann senk wieder den Fuß ab, stell den Fersen gut zu deinem Popo hin. Andere Bein. Becken liegt immer noch zentral. Ich nehme den Arm nach oben, dass du siehst, wie wir in die Schulterbrücke gehen. Du gehst jetzt ausatmen, nur wieder mal mit dem Becken nach hinten, leg das Kreuzbein, Lendenwirbelbereich in die Matte. Einatmen, komm wieder in deine neutrale Position. Unter dir entsteht wieder eine kleine Brücke. Ausatmen, leg deinen Unterdrücken wieder in die Matte hinein. Einatmen, fließ zurück, lass die Brücke entstehen. Dann kommst du hoch in die Schulterbrücke. Lendenwirbelbereich, Kreuzbein in die Matte pressen, dann das Becken heben, zieh es langsam nach oben. Die Knie schieben nach vorne, du öffnest dich in der Leiste, ohne hohes Kreuz, Rippen, Becken, Abstand, bleib. Geh nur so hoch wie kein Druck, atme ein. Mit Ausatmen lässt du wie das Brustbein, wie Butter nach innen fallen und legst dich Wirbel für Wirbel tief. Lendenwirbel in die Matte pressen. Kreuzbein in die Matte pressen und erst dann einatmen in deine neutrale Position rollen. Gut, nochmal. Komm zurück, leg das Becken zurück, schieb dich hoch vom Becken her. Knie ziehen nach vorne, öffne dich in der Leiste, zieh deinen Hüftbeuger, deinen Psoas lang. Bauchnabel fällt nach innen, ausatmen, Brustbein fällt nach unten, roll dich Wirbel für Wirbel ab. Lendenwirbelbereich in die Matte, Kreuzbein in die Matte, einatmen, neutral. Noch zweimal. Ausatmen, zieh dich hoch. Fokussiere dich auf all die Punkte. Länge dich in der Frontseite. Ausatmen, roll tief, Wirbel für Wirbel. Einatmen, neutral. Ein letztes Mal. Und runter. Einatmen, neutral, ausatmen, Bein, Tabletop. Andere dazu. Dann schließ die Beine, sodass sich die Knie und die Fußknöchel berühren. Dreh die Hände und schieb die Arme etwas weiter weg von dir. Du kannst bis in eine T-Position gehen, je nachdem wie aufgeweckt und wie stark deine Bauchmuskeln schon sind. Knie bleiben über den Hüftgelenk und wir gehen in die Seitneigung. Deine Schulterblätter heben jetzt mal hoch und jetzt setz sie ganz bewusst an die Matte ab. Die bleiben da kleben. Ausatmen, fall in eine Richtung. Die Gegenrichtung Schulterblatt bleibt kleben. Geh nur so tief, wie du es halten kannst. Atme ein, bleib. Ausatmen, zieh es genauso langsam aus deiner Mitte wieder hoch. Atme ein. Ausatmen, geh auf die andere Seite. Bleib dein Gegenschulterblatt unten, 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 unten. Wenn es sich löst, stopp
Ausatmen, zieh es genauso langsam wieder zurück. Komm, 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 komm. Gut. Atme ein. Ausatmen. Diagonal sozusagen gleich. Schulterblatt. Knie. Diese Linie. Atme ein. Ausatmen, zieh zurück. Atme ein in einer neutralen Position. Dann fall wieder nach hinten, Schulterblatt klebt. Einatmen, halt, 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 halt. Ausatmen, zieh zurück. Gut, achte darauf, dass hier eine Linie ist. Nicht, dass du die Beine zu dir hinziehst und dann auch in einen abgelegten Unterdrücker kommst. Arbeite mit schnellen Bauchmuskeln. Ausatmen, tipp. Einatmen, bleib. Ausatmen, komm hoch. Und nochmal. Ein und aus. Ein und aus. Jede Seite noch ein letztes Mal. Beine wieder hüftgelenksbreit, halt dich fest und dann ausatmen, rollst du hoch. Löse Wirbel für Wirbel, zieh dich hoch. Über die Beine hinweg, einatmen, zieh dich lang. Ja, die Schultern sind über deinen Hüften, der Kronenpunkt zieht nach oben, dein Powerhouse ist aktiv und wir beginnen ganz sanft mit Half Roll Down, bleiben unten in der Einatmung. Atme noch was ein, zieh dich lang. Ausatmen, roll dich hinter die Sitzbeinknochen, höre den Bauch, mach wie eine runde Schale. Einatmen, bleib, atme in den Untenrücken hinein. Ausatmen, zieh dich in der C-Kurve über die Beine hinweg. Einatmen, länge dich. Und aus. Half roll down. Ah. Atme in den Rücken ein. Ausatmen, zieh hoch. Leg. Noch einmal, dann hängen wir den Bronzesitz dazu. Atme ein. Ausatmen, zieh dich über die Beine ganz rund. Einatmen, zieh dich lang. Gut. Jetzt ausatmen, Half Roll Down, geh nicht zu tief für den Balance-Sitz. Einatmen, zieh die Beine hoch. Ausatmen, roll dich Wirbel für Wirbel tief. Kipp das Becken. Gut, Kopf auf die Matte, atme ein. Ausatmen, roll dich hoch. Wirbel für Wirbel löst du aus deiner starken Mitte langsam über die Beine hinweg. Einatmen, zieh lang. Ausatmen, Half Roll Down. Einatmen, Balance Sitz. Ausatmen, Roll tief. Leg Wirbel für Wirbel tief. Einatmen. Ausatmen, zieh hoch. Und lang. Noch einmal, bevor wir den Double Leg Stretch dazu nehmen. Roll dich noch mal hoch. Double Leg Stretch dazu. Anfang bleibt gleich. Half Roll Down. Einatmen, sitz. Ausatmen, Roll Down. Einatmen, leg die Arme neben den Körper. Ausatmen, streck die Beine aus. Oberkörper kommt hoch. Einatmen, zurück. Ausatmen, rollen. C-Kurve über Beine. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, Half Roll Down. Balance. Ausatmen, tief.
Einatmen, Arme, ausatmen, Double Leg Stretch. Und denk daran, wie tiefer du die Beine absetzt, je anspruchsvoller du für das Power hast. Wenn es nicht geht, dann streck die Beine mehr gegen die Decke aus. Machen das noch zweimal. Ausatmen, Double Leg Stretch. Und zieh dich wieder hoch. Letztes Mal. Double Leg Stretch. Und zieh hoch und dann bleibe hier hoch. Gut. Dann streck deine Beine aus, komm auf die Sitzbeinknochen zu sitzen. Wenn du Mühe hast, jetzt gerade zu sitzen, dann beuge etwas die Beine, sodass du dich hier wirklich lang ziehen kannst, die Schultern über deinen Hüften sitzen. Spine Stretch. Atme aus, kipp vom Becken her, mach dich lang, zieh dich nach vorne. Einatmen, komm wieder hoch. Ausatmen, zieh. Einatmen. Und nochmals. Noch zweimal. Gut, dann zieh die Arme in eine T-Position. Schultern bleiben. Ausatmen, Twist. Ein zurück. Andere Seite. Und zurück. Und jetzt bekommen wir das Gefühl, dass du dich aus deiner Mitte drehst, aus den schrägen Muskeln und nicht mit den Armen einfach in die Position ziehst. Sondern wirklich Bauchnabel zieht und jetzt dreh ich. Die Arme laufen einfach mit. Die ziehen dich nicht in die Position. Komm zurück. Gut. Und nochmals. Zieh dich lang. Aus den Muskeln schiebst du dich in die Rotation. Nochmals. Dann nimm beide Arme nach vorne. Pfeilbogen. Ausatmen. Höre den Bauch, roll dich zurück und zieh dann den Ellbogen am Schluss weit nach hinten in die schrägen Bauchmuskeln. Einatmen, komm wieder hoch. Und zieh. Und komm hoch. Und nochmals. Runde dich. Zieh den Bauch zurück. Dreh dich. Zurück. Bleib in diesem Rhythmus, meine Zähne hat sich irgendwie aufgehängt. Dreh sie schnell weiter. Ganz auf der Matte liegst, beuge ein Bein, zieh dich lang und wir werden mit einem Bein jetzt tief rollen. Ausatmen, roll dich tief. Das eine Bein bleibt schwer liegen, wenn du dich am anderen Bein hältst. Atme ein, ausatmen, zieh dich hoch, das Bein bleibt liegen, du ziehst dich aus der Mitte hoch. Einatmen, zieh dich lang. Und nochmals.
intensifiziert bei den Knochen. Schultern bleiben unten. Leg dich ab. Wirbel für Wirbel. Atme ein. Und dann löse wieder. Wirbel für Wirbel. Zieh dich aus der Mitte hoch. Einatmen, Länge in der Wirbelsäule. Nochmal. Position. Deine gegenseitige Hüfte, dein Becken bleibt geerdet liegen. Dann probier nicht den Kreis so groß zu machen, dass du es auf eine Seite kippst und dann wieder zurückkommst, sondern wirklich nur die Mobilisation deines Hüftgelenkes ausnützen. So, noch zwei Kreise. Dann wechseln wir die Richtung. Jetzt achte mal auf deinen Schulter-Kiefer-Bereich. Er bleibt ganz entspannt. Du ziehst die Kraft aus deiner Mitte. Aus dich heraus. Oder kitzelst aus dich heraus. Während du den Kreis nur so groß machst, wie es deine Hüftmobilisation zulässt. Die letzten zwei. Und der letzte. Becken bleibt. Gut. Dann zieh das Bein zu dir hin. Die Hand geht Außenseite Knie, die andere geht Innenseite deines Beins zu Knöchel. Ausatmen, Curl up und heb leicht das Bein schwebend weg. Wir gehen in Single Leg Stretch. Ausatmen, zweimal wechseln, einatmen, zweimal wechseln. Atme ein. Und aus, aus. Ein. Ein. Schau zwischen den Beinen nach vorne. Dein Bauch bleibt unten. Der wölbt sich nicht nach vorne weg. Letztes Mal aus, letztes Mal ein, dann bleib. Leg dich zurück, Beine im Päckchen zu dir hin. Wenn du Spannungen im Nacken hast, dann roll kurz den Kopf. Von rechts nach links, löse die Spannung im Nackenbereich wieder auf. Dann stellst du die Füße vor dir hin. Wir gehen wieder in eine Schulterbrücke, machen Tabletop mit den Beinen, wenn wir oben sind. Du hast verschiedene Variationen. Du kannst die Arme unten lassen. Wenn du es etwas schwieriger willst, dann stütz dich nur auf den Oberarmen ab. Die Unterarme sind nach oben gezeigt, Finger gefächert. Wenn du eine ganz totale Herausforderung haben möchtest, Arme hoch, aber Schulterblätter in die Matte quetschen, so wie du Schulterblätter, Füße, Arme, Beine sind. Atme ein, ausatmen, kipp das Becken, zieh dich hoch. Die lange Frontseite, die Schulterblätter schmiegen sich in die Matte und ausatmen, rollst du dich wieder tief. Gleiches System, Brustbein fällt nach innen, Wirbel für Wirbel tief, Lendenbereich tief, Becken neutral. Ne? Du kannst es auch so machen, zieh dich hoch. Atme ein. Wenn das hier zu anstrengend ist, legst du die Arme ab und kommst wieder. Du kannst nach jeder Zeit jetzt dann die Arme wechseln, wenn wir oben bleiben. Schau, dass du dann wirklich dein Powerhouse aktiv hast. Lieber mit den Armen eine Stufe zurückgehen, wenn du es nicht halten kannst. Ausatmen, zieh hoch. Verankere dich gut über den linken Fuß. Atme ein. Ausatmen, rechtes Bein Tabletop.
Eins zurück auf die Fußspitze. Wir bleiben beim gleichen Bein. Zieh hoch. Und wieder tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Noch zweimal. Becken bleibt oben. Sink nicht ab. Letztes Mal. Setz den Fuß tief. Atme ein, länge dich nochmals. Ausatmen, roll tief. Nimm die Arme zurück, bleib. Dann gleitet ein Bein aus und jetzt nimmst du das andere Bein, Tabletop, das du vorhin nicht benutzt hast, beim Roll-Up und Roll-Down. Haben die Seite gewechselt. Ausatmen, Roll-Up. Zieh dich lang. Bein bleibt. Ausatmen, roll tief. Atme ein. Ausatmen, komm hoch. Zieh nach. Und nochmal. Nimm die Kraft aus deiner Mitte, aus deinen stabilisierenden Muskeln. Wir helfen, aufrecht zu gehen. Zieh nach. Und nochmal. Komm nochmal hoch. Wir gehen noch einmal hoch. Und nächstes Mal bleibst du unten. Legs up. Platziere die Arme wieder. Becken bleibt. Ausatmen. Knie fällt nach außen, soweit du es halten kannst. Dann nicht Popo wegheben. Einatmen, mach den Kreis zurück in die Startposition. Ausatmen. Bauch fällt nach innen. Becken. Radius ausfüllen, so gut es geht. Nur immer so weit, ist deine Hüftmobilisation zulässt. Nicht bei allen Leuten gleich. Die einen sind sehr ausgedreht und manche nicht. Gut, ausatmen, kipp, einatmen, zurück. Letzte Runde auf dieser Seite. Dann wechsel die Runde. Geh ausatmen zuerst tief und dann kommst du über die Seite hoch. Pass auf deine Hüfte. Der Gegenseite. Gut. Einatmen, neutral. Ausatmen, kipp.
Zieh hoch. Gut. Und komm wieder tief. Jetzt ziehst du dich nochmal hoch. Stimmst deine Armposition selber. Verankere dich gut über den einen Fuß. Ausatmen, Tabletop. Ein, zurück. Und noch was. Entschuldigung, streck das Bein. Sollte nicht gestreckt sein. Wir bleiben noch im Gebeugten. War so konzentriert auf mein Powerhouse. Noch zweimal. Setz den Fuß ab, länge dich nochmal. Aushaben, roll down. Nimm kurz die Beine zu dir hin, schaukle, wiege, kreise. Schau, was dein unterer Rücken jetzt gerade braucht. Gut, dann stell die Füße auf und dann streckst du das Bein aus, das mir zugewandt ist. Sodass wir uns nachher sehen, wenn wir uns auf die Seite drehen. Leg den gleichen Arm zurück und komm in eine Seitenlage. Sodass du mich jetzt siehst. Beide Beine strecken. Schulter zieh unter die andere Schulter, sodass die Taille wie wegkommt, dass du hier in einer Linie bist. Die Wirbelsäule gerade auf der Matte liegt. Becken liegt untereinander, du stützt dich vorne ab. Schau nach unten, nimm die Füße in dein Blickfeld. Atme ein. Ausatmen, lass die Beine leicht schweben, wenn du möchtest. Einatmen, oberes Bein kommt hoch. Ausatmen, schließ. Einatmen, hoch. Und schließ. Wenn das zu anstrengend ist, dann lässt du das untere Bein tief. Und machst die Übung nur mit dem oberen. Ausatmen, schließen. Denk wieder an die enge Cheats. Zieh den Bauch ein, sodass du den Reißverschluss zumachen kannst. Nächstes Mal bleibt das Bein oben und ausatmen, ziehst du das andere dazu. Löse es. Letzte zwei. Gut. Dann beug die Beine, sodass du wie auf einem Stuhl sitzt. Die Schultern sind untereinander, Taille ist weg. Knie und Hüft sind in einer Linie. Knie und Fußknöchel in einer Linie. Wir gehen wieder in die tiefen Po-Muskeln. Atme ein, hebe das Bein, aber nur parallel zum Boden. Ausatmen, senke es ganz langsam, wie du eine Jeans wieder zumachen musst. Einheb, ausschließ. Beckenboden zieh hoch, Rippen bleiben geschlossen. Kieferzunge entspannt auf dein Schultergürtel. Bleib nächstes Mal vorne. Tipp tief. Zieh hoch. Gut.
verletzt. Beug die Beine, klopf kurz aus. Komm dann in einen Z-Sitz. Wenn der Z-Sitz nicht geht oder du Knieprobleme hast, dann stell dein hinteres Bein nach vorne auf. Wenn es auch das andere Knie noch schmerzt, dann stell beide Beine vor dir auf, sodass du gut gehst über einen Sitzbeinknochen bleiben kannst. Wer keine Mühe hat, auf beiden Sitzbeinknochen zu sitzen, das mit den Beinen nach vorne gilt auch für alle, die jetzt so auf einem Knochen, auf einem Po sitzen, weil dann hast du eine schiefe Wirbelsäule. Zieh dich gerade, die Wirbelsäule ist gerade, Schultern entspannt, Becken bleibt geerdet. Atme ein, atme einmal aus, aktiviere dein Powerhouse. Einatmen, neig dich. Ausatmen, komm zurück. Po bleibt. Andere Seite. Zieh dich aus der Flanke lang. Gut. Nochmals. Lang ziehen. Sitzbeinknochen bleibt. Komm zurück. Ein. Ausatmen. Zieh. Und ein. Und nochmals. Machen jede Seite noch ein letztes Mal. Gut. Dann schwingen die Beine auf die andere Seite. Auch hier gilt, wer schief sitzt, stellt das Bein auf, sodass du gerade sitzen kannst. Wenn du Knieprobleme hast, wieder beide Beine nach vorne oder wenn es dir Mühe bereitet, gerade zu sitzen. Atme aus, aktiviere das Powerhouse. Einatmen, neig dich wieder, Sitzbeinknochen bleibt. Komm zurück. Zieh. Und zurück. Zieh. Ausatmen. Zieh dich so wie mit der Innenmitte wieder hoch. Aus der Bauchmuskulatur. Kiefer ist entspannt. Gut. Zieh dich lang. Jede Seite noch ein letztes Mal. Gut, und dann legen wir uns auf die andere Seite, steckst die Beine aus, leg dich auf den unteren und Oberarm, zieh den Arm unter deine Schultern, sodass die Taille weg ist, die Wirbelsäule lang ist, die Schultern in einer Linie, Becken in einer Linie, schau nach unten, nimm die Füße in dein Blickfeld, atme ein, atme aus, aktiviere das Powerhouse, schwebende Beine. Einatmen hoch, ausatmen und nächstes Mal arbeiten wir mit dem unteren Bein. Zieh hoch, senk ab. Darauf, dass du nicht nach hinten weg sitzt. Bleib in der Linie. Tiefe Zunge entspannt. Noch einmal dann beide Beine. Die letzten zwei. Die Beine wieder in den liegenden Stuhl, Kniehüftgelenk, Kniefersen sind in einer Linie. Zieh nochmals die Schultern unten, dass die Taille weg ist. Atme ein, hebe parallel zum Boden, ausatmen, schließ. Ein hoch. Thank you.
super, bleibst du wieder oben. Kick nach vorne, ausatmen. Einatmen, Zug zurück. Bein bleibt parallel. Lass das Bein vorne, tap tief, zieh hoch. Auch hier nicht zu hoch, parallel. Arbeite mit den tiefen Muskeln, mit den Stabilisatoren. Noch zweimal. Gut, beugt, klopf aus. Und heute entspannen wir mal in eine Bauchlage. Darf sich in die Bauchlage drehen. Hände übereinander, Stirn auf die Hände, sodass der Nacken lang ist. Und dann schüttel dich einfach mal so ein bisschen ins Becken, dass sich das Becken so richtig an die Matte schmiegt. Und dann lass es liegen, lass es in die Matte schmelzen. Atme aus, gib dein ganzes Gewicht an die Matte ab. Lass die ganze Muskulatur weich werden. Entspann auf deinen Kiefer. Entspann deine Zunge, leg sie in den Zungengrund, atme sie. Und dann werden wir in Baby Krishna fließen. Das ist eine wunderbare Entlastung für deinen unteren Rücken. Gib dir viel Weite im Beckenbereich. Nimm das Gewicht nach hinten von mir weg und zieh das Bein, das zu mir gewandt ist, nach vorne. Und jetzt bleibst du einfach so. Atem fließt. Du kannst den Kopf auf die gleiche Seite drehen. Und atme bewusst in den unteren Rücken hinein, entlasse ihn. Bein wieder zurück. Stirn auf die Hände. Schaukel dich nochmals ein bisschen. Lockere alles auf. Und dann ist das Gewicht mir zugewandt. Zieh das mir weggewandte Bein hoch. Kopf zeigt zum gewandten Bein. Und atme tief wieder nach los. Hoch in einen Fersensitz. Also auf deine Lieblingsseite sitzen. Ein Bein aufstellen, mit das abgelegte Bein rollen. Hände vor dir aufstützen. Komm auf die Beine, dreh dich zu mir. Stell dich noch was Hüftgelenksbreit hin, ein Fuß hätte Platz. Und dann ausatmen, zieh dich hoch. Richte nochmals Knöchel, Knie,
Hüfte in einer Linie aus. Dein Becken setzt neutral, die Schultern setzt über die Hüften, die Ohren über die Schultern. Dann stehst du schön gerade da. Atme ein und nochmals aus. Und noch ein und aus. Dann atmest du ein, zieh Arme über Kopf, lass sie da. Und dann beginnst du dich so in der Seite zu strecken. Atem, lass fließen. Dann senkst du einen Arm auf deine Schultern, den anderen Arm seitlich ablegen. Klopf auf deine Schultern, sag dir selber Danke und Bravo, das hast du gut gemacht für heute. Ich danke euch fürs Mitmachen, genießt den sonnigen Tag und vielleicht sehe ich euch morgen Abend um 7:30 für eine weitere Faszien-Yoga-Stunde, in der wir uns auch mit unserer Rückseite, unserem Rücken vor allem, beschäftigen werden. Danke fürs Mitmachen, schönen Tag. Tschüss, bleibt gesund.